Hallo zusammen, heute über den Prophetiezweck, prophetische Zeugen aufzurufen. Dranbleiben. Dennis, bist du vor Gericht und brauchst jetzt prophetische Zeugen oder was? Nein, aber ich lese im Alten Testament immer wieder, das heißt, ich rufe Himmel und Erde zum Zeugen dafür und für jenes auf. Und auch heute noch ist es so, dass mir manchmal Gott ein prophetisches Bild gibt, ein prophetisches Wort gibt und sagt, zum Zeichen dafür, zum Zeugen dafür, dass es wahr ist, wird dies und jenes geschehen. Oft ist es was Übernatürliches, eben entweder im Himmel oder auf der Erde. Eine abgeschwächte Form davon sehe ich da, wo es darum geht, welcher Stamm Israels denn nur die Priester stellen darf für die Stiftshütte. Und da legen sie diese 12 Stäbe, legen sie vor Gott hin und sie sagen, der Stab, der austreiben wird, dessen Stamm wird dann die Priester stellen dürfen. Und Aarons Stab, deswegen Aarons Stab, da kommt der Name her, der hat über Nacht ausgetrieben. Nicht nur Blätter, sondern komplette Mandeln und Blüten waren da dran, über Nacht. Also da war dieser Stab ein Zeuge davon, dass Aaron und der ganze Stamm Levi ausgesucht wurde, für Gott zu dienen. Eine weitere abgeschwächte Form sehe ich da, wo Gideon das Vlies auslegt, um zu gucken, ob Gott das wirklich machen will mit ihm. Ja, Dennis, ein bisschen komischer Prophetiezweck heute. Kein Problem, guck dir die anderen Prophetiezwecke an. Aber ich kann dir sagen, es ist heute noch möglich, dass Gott sein Wort bestätigt, dadurch, dass er dich auffordert, prophetischen Zeugen aufzurufen. Dass er dir sagt, hey, es wird dies und jenes geschehen zum Zeichen dafür, dass ich das gesagt habe. Und wenn das geschieht, und ich wünsche dir das von Herzen, hey, Hühnerhaut ist das Kleinste, du, die Gottesfurcht packt dich. Du wirst dich hinlegen vor diesem Gott, der wirklich Herr über Himmel und Erde ist. Es haut dich weg, wirklich krass. Ich kann dir das empfehlen, hey, frag doch Gott mal, könntest du dieses Wort, ich wäre froh, wenn ich ein Zeichen kriege. Du musst natürlich aufpassen, dass es nicht dein Unglaube ist, der dann ein Zeichen oder ein Wunder verlangt. Aber es kann auch wirklich heute noch sein, dass er sein Wort bestätigt, dadurch, dass er dich auffordert, prophetisch Zeugen aufzurufen, dass er sagt, an diesem Tag wird jenes geschehen, damit du weißt, dass es wahr ist. Okay, genug für heute, bis bald im nächsten Video. Ciao! Willkommen zu EndGuard. Du hast hier die Videos von Easy Vision Blog, hier die Videos von Easy Vision Aktiv, hier ist die Playlist über Prophetie, hier ist die Playlist, wo du alle Prophetiezwecke aufgelistet hast und du darfst mir gerne ein Däumchen in die Höhe geben, auch ohne prophetisch das zum Zeugen aufzurufen, du musst noch nur klicken da unten auf den Daumen und bis bald im nächsten Video. Ciao!